Und damit herzlich willkommen zurück, meine lieben Damen, Herren, Zuschauer und Zuschauer und was weiß ich nicht alles. Wir sind wieder da bei Watch Dogs. Tja, viele von... das Auto sieht besser aus. Ich wollte mich nochmal entschuldigen, eigentlich ist es ja nicht meine Schuld, aber die letzten Tage kam ja kein Watch Dogs raus. Das liegt daran, dass bei uns das Internet kaputt gegangen ist. Da hat sich in die Netzwerkkarte ein irgendwas umgeschrieben oder was weiß ich, irgendein Windows-Fehler war das. Und da war ich nun wirklich nicht konfirm genug, um das rausfinden zu können. Und da ist jetzt gestern bei uns einer gewesen, der hat das dann repariert, also einfach nur umgeschrieben wieder. Ja, und jetzt geht es alles wieder. Zum Glück, und jetzt kann ich aufnehmen. Ich gucke mal, ob heute, also heute ist Samstag, gestern war er da, da hatte ich aber dann keine Zeit mehr. Wow. Ich guck mal, ob ich heute die Folge noch rauskriege, rausballern kann. Ansonsten gibt's dann ab morgen, also Sonntag, also es wäre dann für euch heute, je nachdem was rauskommt, wieder Folgen. Wow. Ich muss das mit Kumo warnen. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir den Super Hacker Schmecker gefunden haben. Und ich weiß aber nicht, was wir jetzt vorhatten. Nur erst mal schauen. Mit allen nötigen Mitteln. Na dann. Kein Bettpack dieses Mal. Ich gehe allein rein. Ich habe den Grundriss schon gesehen. Irak ist irgendwo da drin und wird sicher bald merken, dass ich komme. Er weiß, wonach ich suche. Diesmal nehme ich alles mit. Na, das ist doch super. Diesmal gehen wir alleine rein. Wir haben einen Sniper, der uns schützt. Ich hoffe mit Schalldämpfer, denn ich spiele ja auch mit Schalldämpfer. Ich hab doch keine Waffe. Ich bin in Rossi Fremont. Ja, ich sehe dich. Sagst du mir auch, warum wir uns mit den Typen anlegen? Kümmert's dich? Ein bisschen. Es gibt da einen Computer, auf dem... Nein, 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 schon gut. Ich will's gar nicht wissen. War doch nur Smalltalk. Ah, den Typ hab ich. Flop, flop. Oh Mann, hast du das gesehen? Leck mich am Arsch. Ich hab nen Haufen Kids mit billigen Knarren erwartet, aber das ist ja fast eine Armee. Das sind Viceroys. Irak hat eigene Ansichten, wie man Straßen kontrolliert. Das ist etwas erschreckend. Die Jugend von heute, hm? Mist, da kommen immer mehr. Sicher, dass du da rein willst? Ich will da nicht rein, aber ich hab keine Wahl. Das ist dein Problem. Du bemerkst nicht, dass es immer eine bessere Alternative gibt. Du verrennst dich in kleine Abenteuer, die nie gut für dich ausgehen. Fertig? Mhm. Nur ein bisschen. Komm. Hey! Sorry, schlechter Winkel. Verfehlt, Jordi. Ja, ja, du hast den leichten Job. Sieh gut zu. Finde ihn, dann mach den kalt, verstanden? Autsch! Mein Gott, der Jordi schießt aber auch scheiße. Das darf ich auch mal labern. Oh oh. Warte. Ich habe auch eine. Es geht los. Die fährt, ja. Einer weniger. Boah, sag mal, ihr habt es gesehen, wie viel Kopfschüsse ich den gegeben habe. Boah, Alter, ich hasse diese Viecher. Kannst du auch gleich Hulks hinstellen. Jetzt bewaffnet, lauf!
Ich bin in Rossi Fremont. Ja, ich sehe dich. Sagst du mir auch, warum wir uns mit den Typen anlegen? Kümmert's dich? Ein bisschen. Es gibt da einen Computer, auf dem... Nein, schon gut. Ich will's gar nicht wissen. War doch nur Smalltalk. Ah, den Typ hab ich. Klopf, klopf. Sowas hast du noch nie gesehen. Boah, kühl das Vieh. Leck mich am Arsch. Ich hab nen Haufen Kisten mit billigen Knarren erwartet, aber das ist die falsche Armee. Das sind weiß. Ein Rang an eigene Ansichten, wie man Straßen kontrolliert. Das ist etwas erschreckend. Die Jugend von heute. Mist, da kommen immer mehr. Sicher, dass du da rein willst? Ich will da nicht rein, aber ich hab keine Wahl. Das ist dein Problem. Du bemerkst nicht, dass es immer eine bessere Alternative gibt. Du verrennst dich in kleine Abenteuer, die nie gut für dich ausgehen. Fertig? Mhm. Ein bisschen. Du mieses Stück. Verfehlt, Jordi. Ja, ja, du hast den leichten Job. Sieh gut zu. Uff, der lebt ja immer noch. Da. Ich glaube, das mit dem Sterben wurde dem Typen nicht so richtig beigebracht. Es geht los. Oh, ist da noch so einer? Ich hasse es. Leute, ich hasse es. Warum denn dieser Große? Warum wieder so ein Großer? Was ich mich gerade frage. Ja, natürlich ist es. Super. Ich bin ein Rossi Fremont. Ja, ich sehe dich. Sagst du mir auch, warum wir uns mit den Typen anlegen? Kümmert's dich? Ein bisschen. Es gibt da einen Computer, auf dem... Nein, schon gut. Ich will's gar nicht wissen. War doch nur Smalltalk. Ah, den Typ hab ich. Klopf, klopf. Leck mich am Arsch. Ich hab nen Haufen Kids mit billigen Knarren erwartet. Aber das ist ja fast eine Armee. Das sind Viceroys. Na also. Eigene Ansichten, wie man Straßen kontrolliert. Okay, die Waffe gegen das Vieh, alles klar. Die Jugend von heute, hm? Mist, da kommen immer mehr. Sicher, dass du da rein willst? Ich will da nicht rein, aber ich habe keine Wahl. Das ist dein Problem. Du bemerkst nicht, dass es immer eine bessere Alternative gibt. Du verrennst dich in kleine Abenteuer, die nie gut für dich ausgehen. Fertig? Mhm. Ein bisschen. Ich finde dieses Ding sogar fertig. Mhm. Sie betreten Sperrgebiet, ich bin da schon längst gesichtet, ist doch vollkommen egal. Sieh gut zu. Mist. Verstanden, Mann. Ein Treffer. Warte. Oh, einer weniger. Es geht Schlange los, du müsstest nur mal treffen. Na komm hoch. Okay, den hätten wir. Da drüben habe ich irgendwo noch einen gesehen. Okay, Gordy kümmert sich um die anderen. Das ist sehr schön. Jetzt kommen wir auch eigentlich durch.
Okay, den Großen muss ich mit der Waffe besiegen. Du mieses Stück. Verfehlt, Jordi. Ja, ja, du hast den leichten Job. Clara, kriegst du die Tür auf? Wir arbeiten daran. Cleburne hat eine Idee. Ja, die benutzen meine Verschlüsselung für die Sicherheitstür. Nicht leicht aus der Ferne zu knacken, aber dein Wunderkind hier hat den Geistesblitz. Wenn du die Tür vom Strom trennst, schaltet sie für eine halbe Sekunde auf den Standardcode zurück. Ach, und den kennst du? Ja, ich hab den scheiß Algorithmus geschrieben. Probieren wir's aus. Vom Strom trennen. Ah, wie mache ich das? Drücken Sie G. Moment. Ist offen. Du kannst uns später lassen. Pass auf dich auf, Aiden. Ich wusste nicht, dass du kommst. Yeah. Das sah zwar nicht sehr gekonnt aus, aber egal. Glaubst du, du hast's drauf? Ich denke schon. Ich frage mich nur gerade, wie ich da hochkomme. Der Fahrstuhl ist ja anscheinend nicht benutzt. Ach, guck mal her. Oh. hups. Low. Yeah. Na komm her. Hier drin muss es dauern. Ach hier. Du glaubst, du kennst dich in einem Netzwerk aus. Na, das tue ich auch. Oh mein Gott. Wirf uns halt für die schwereren Geschütze. Lebt der noch? Ich glaube nicht, oder? Doch, der lebt echt noch. Also wenn der auch solche Riesenroboter hat, ne, dann kann ich ja, dann ist vorbei. Audiolog. Meine Prosa. Bin wir auf einem ganz anderen Level. Polizei, irgendwie beobachten die Straßen. Tut mir aber ein bisschen leid. Beobachten die ganze Stadt, was wir finden. Das machen wir.
Nein, der hat echt so ein Ding. Der hab ich sogar schon gefunden. Klasse. Hättest dich herkommen sollen! Fick ihn richtig! Kick dann ein Rex, sorry!